So, dann schauen wir mal an. So. Gehen aber natürlich noch mal kurz hier hoch. Oh, eklig. Also finde ich wirklich unangenehm. Mann, Arschgeiger, Alter, ey. So, flitzt jetzt hier noch irgendwo so ein Vieh rum? Hört er sich so an. Ach, Jemini, ey. Kiefersprung. Okay. Weiter geht's. Aber warte mal. Du kannst oben auch noch weiter. Oben konnte man weiter? Ja, du musst jetzt nochmal da raus, musst nochmal an dem Ding hier drehen, dann macht sich die Tür nämlich auf. Nee, zurück. Du musst wieder auf Sonne schalten quasi. Damit's oben auf jeden Fall. Okay, genau. Ich glaube, ich hab's kapiert. Nee. Okay. Naja, warte. Achso, ja gut. Genau, also du kannst da jetzt nach oben dann auf Sonne schalten. Ich hätte nur gedacht, dass du noch irgendwie anders anscheinend da rein musst. Und zack. Jetzt einmal rum. Die Richtung finden wir einen Schatz. Das finde ich gut. Kommt der an uns ran? Ja. Kommt er. So, Adiessa, Alter. Vier Headshots. Finde ich nicht gut. Da müsste man ja tatsächlich schon echt überlegen, ob man eher wirklich in den Nahkampf geht, irgendwie Headshot gibt, um dann quasi einen Kick zu machen, irgendwie, um Munition zu sparen, weil das ist ja ansonsten, das ist ja schon fast ohne Böden. So, was ist mit dir? Machst du hier mal eine Tür auf oder irgendwas? Da hier ist er. Und? Macht er? Stimmt nicht, wa? Nee, ich glaub nicht. So, okay. Das ist Sonne. Schauen wir mal, hinten geht's ja auch noch lang. Scheiße. Hau ab! Komm schon. Jetzt ist doch nicht ihr Ernst, Alter. Nenn mich nicht das Handeln. Mann, Alter, und er lädt so langsam nach.
Schneller Schuss wäre auch Feuer. Mann, ey. Verliere manchmal, also, aber man sieht halt. Ich bin halt kein Pro-Gamer. So einfach ist das irgendwie. Das ist, wenn ich jetzt hier die Öllampe da drüber sehe, irgendwie hätte man auch schön anzünden können. Aber naja. What else? Fall schon mal keine Headshots geben. Hör den Pony aus! Hoch mit dir. So. Mitunter wirkt es wirklich hektisch irgendwie für mich. Muss ich mal kurz überlegen. Wo wollen wir denn hin? So, hier ist zu. Hier ist zu. Nach unten tatsächlich war ja die Tür mit dem Mondsymbol. Das ist ja, wenn ich jetzt hier hochhebe, wo komme ich denn da hin? Krieg nur in die Fresse. Krieg hier einfach nur in die Fresse in dem Spiel. Das kann doch nicht sein, ey. Langsam habe ich genug. Natürlich. Ey, du hast die Lampe getroffen. Na, was rein mit dir? So ein fette panzerter Höhenvoll. So langsam geht ihr Typen mir echt auf den Sack. So, wo ist denn so eine schöne Kanone, wenn ich sie mal brauche? Scheiße. Muss ich mal kurz auf die Karte gucken. So, komm, lass mich raten, ihr kommt von hier, wa? Klar. Muss schon mal schön ein paar Schätze übersehen hier wieder. So, Chat. Frage an euch. Nochmal zurück. Schätze suchen. Ja oder nein? Sollst du hier keine Wetten abschließen, ob ich hier verrecke? Was? Wie? Was? Ich hab, will von euch wissen, ob ich nochmal runtergehen soll und die Schätze suchen soll. Die zwei Stück. Manny, ich glaube an dich. Dankeschön. Schätze. Jo, Schätze sind mal toll. Alle klar. Wir holen uns erstmal den Cash. So, runter mit. Jeder runter. Nicht gut. Ah, siehst du? Hier ist schon mal ein Fass, was ich übersehen habe. So, hier vorne ist quasi, also wenn wir rauskommen. Oh. Müssen wir hier runter? So. Hier müssen wir irgendwie rinkommen. Von unten. So, da ist wieder zu. Warte mal. Von denn da hin? Es beginnt. Ja, schön. Ja. Ah.
alles klar. Mutti macht, Opa erstmal Abendessen, in der Zwischenzeit suche ich hier die Schätze. Und dann jetzt den Hullentroll da oben an den Arsch. Ja, da muss man anders ausdrücken, irgendwie. Das klingt komisch. So, wie kann ich denn den jetzt aber bitte umschalten irgendwie, ohne dass ich hier vorne nicht mehr reinkomme? Schirm, 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 bidim, 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 schibidim, schibidim, schibidim. So, nochmal hier hinten. Bis jetzt müsste ich eigentlich durchkommen. Jetzt müsste man eigentlich durchkommen. Ich sag doof. Nein, nein, nein. Da muss ich wirklich echt nach oben und dann runterspringen, oder was? Und Feuer umschalten. Ach, das ist doch, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Dash blüht jetzt. Na gut. Dann soll es so sein. Ist hier nur eine Option. Was? Was? Konntest du oben auch nochmal umstellen? Oben ja. Also ich bin der Meinung, ich hätte oben umstellen können, in das Loch springen können. Wichtig ist halt nur, dass er auf Mond steht. Okay. Irgendwie und nicht auf Sonne. So, der ist jetzt auf Mond gestellt. Das ist aber Sonne, deswegen muss ich quasi hier jetzt umschalten. Aber warte mal, er ist jetzt auf Mond geschaltet. Normalerweise müsste doch jetzt unten offen sein, oder? Ja. Kannst du hier unten runterspringen? Hier links? Ja, ja, ja. Und jetzt ist hinter mir... Jawohl, ist offen. Oh. Sehr gut. Du Schwein! Du Schwein! So. Und, was ist es? Kunstvolle Halskette. Oha, da geht eine Menge drin. Da geht eine Menge drin, Benni. Da gibt's eine Menge Schmotte für. So, und jetzt können wir hier auch hochklettern und sind oben gleich direkt am Fass dran. Das ist ganz gut. Schön. Das erfreut mein Herz. Flintmunition. Schön. So. Und das ist doch erstmal... Wir haben jetzt hier vorne noch einen, aber da sag ich jetzt mal, bevor wir das alles jetzt komplett zurücklaufen, sag ich... Lass uns doch mal gucken, wie und was das hier mit dem Höhlentroll auf sich hat. Ein rotes Kraut haben wir noch bekommen. Hier wollen wir mal kurz schauen, was kann ich da noch machen? Ah, Sniper-Munition finde ich immer eigentlich ganz geil, aber wir brauchen tatsächlich ein bisschen mehr Flintenmunition auch. Ja, aber Flintenmunition ist ja teuer mit dem Schießpulver. Ja. Flintenmunition haut richtig ran. Also ich will ja faire Bedingungen schaffen. Vergiss mal nicht, dich zu heilen vielleicht vorher. Ja. So. I'm running free, yeah! Oh. Was macht das jetzt so? Oh. Nu? Warum? Wozu war denn das jetzt? Kannst du nach oben rennen? Ja, der kann wieder nach oben, ja klar. Aber ich bin ja, komm ja von oben. Bin ja von oben runtergesprungen. Okay. Nee, kannst du dann nach unten? Warte mal. Also ich weiß jetzt nicht, warum ich das jetzt habe aufschließen können. Ja, letztes Mal, wo du sowas aufschließen konntest, ist ja eine Kanone nach oben gekommen. Also ja, war ja so ein Mechanismus. Oh, nicht doch, Alter. No, 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 no. Wissen wir. Aber ihm. Ich nicht, ja. Die werden davon aber auch nicht getroffen, wa? Lad doch bitte nach, Alter.
Es ist doch nicht dein Ben Kleister ernst, Alter. Man muss hier wirklich ein bisschen aufpassen. Das ist so total aus Asse hier. So, nun, aber. Was ist jetzt hier der Plan? Oh, Alter. Der war aber finster, ey. Die Weste macht's nicht mehr lang. Kann runterspringen. Okay. Dann springen wir mal runter. Ah, nicht gut, Alter. Nicht gut. Und das Sonnenzeichen. Das scheiß Sonnenzeichen. Komm, hör auf. Ja, er kann jetzt hier nicht so eine Faxen machen, irgendwie, wenn jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, ständig Schrott geflogen kommt. So, okay, hier können wir nochmal die Symbole wechseln. Oh Mann, Alter, ist das Krimi, ey. So, okay, drüben jetzt auf und jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Was ist denn das jetzt? Jetzt muss wahrscheinlich nochmal runterspringen, wa? Naja, aber wo liegt denn dann? Ja, wahrscheinlich eine Etage ja drunter, aber vielleicht kannst du ja wieder irgendwie hochklettern oder so. Na, ich hoffe doch. Ich hoffe doch sehr stark. Und hier haben wir... Ah, nicht doch. Hau ab. Oh, nicht doch. So, die Leiter ist hier vorne, Alter. Oh Gott, hör auf. Geil, so, direkt hier kann ich auch noch lang. Warte mal, schauen, was da ist. Gibt da keine Vereine und Explosivfass? Warum ist denn hier ein Explosivfass? Warum ist denn hier ein Explosivfass zur Hölle? Keine Munition, aber Loot muss sein. Ah, ich bin so greedy, ey. Okay, gut. Also ich bin guter Dinge, dass ich schaffe. Der Troll lebt aber noch, ne? Der Troll lebt noch. Ja, der lebt noch. Ich weiß. Ach Mann, jetzt muss ich das machen, weil ich keinen Bock habe hier. Scheiße. Oh Mann. Naja, was soll ich machen, bevor ich tot bin? Before I die. So, und die Leiter ist vorne. Ist doch Käse. Nun aber hurtig! So, okay, jetzt sind wir hier. Hier ist die Kanone. Ich hoffe, sie schießt auch. Und ich höre. Feinde, da vorne sind sie. Hm. Ah, gut, die ist oben. Das ist immer noch ordentliche Spannfeder, ey. Die da ist. Ah, ist auch tolle Deutsch. Tolle Spannfeder, die da ist. Ja. So, nun. Zack. Hammer, bisschen bis tot. Ey, 5 Schuss. Mann, Alter, warum legt mir den Spinn in den stumpfen Löffel hin, ey? Da hätte ich mehr Chancen mit. 5 Patronen. Ja. Und du, der Nächste wartet schon da oben wieder. Ich bin so gesegnet, ey. Danke. Was ist denn mit dir? Du kannst dann nicht abwarten, oder was? Nein, die Schrote ist leer, ey. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich fresse einfach. Geil. Aber bis jetzt schlägst du dich doch gut, Stevie. Komm. Ja, was heißt, ich schlag mir gut? Ich vergeude Munition, ich vergeude Heilmittel irgendwie. Das sind nicht zu wenig. Wie der letzte Stümper mich gerade hier durch dieses Spiel bewege. Mal blöd gefragt, musst du die Dinger eigentlich abschießen oder reicht es, wenn du dagegen trittst? Okay, der war gut. Ha ha ha.
Danke, Herr Junge. Nicht. So, nun, jetzt gilt es. Und los. Schnell. Mach doch rüber das Ding. Hau hin. Oh, 0 zu 1 für Frodo. Wie wohnen? Du hässliches Mistvieh. Hier, du Penner. Und Dona. Ihr kriegt alle aus das Bett. Yes. Okay. Danke an alle Believer. Schön gemacht, schön gemacht. Oh. Holy moly, ey. So, hat's irgendjemand überlebt? Von den Schweinen. Ich höre doch, oder? Wer ist das? Was ist jetzt geschehen? Ist hinter mir jetzt wahrscheinlich der Kitter aufgegangen, oder? Kann das sein? Ja, ist es. Mann, Alter, das war ja jetzt ja. Für mein armes Nervenkostüm war das jetzt hier nicht. Das nimmt mich ja mehr mit als irgendein Jumpscare-Ding hier. Boah, wie kommt das? Was ist denn? Ich jetzt. Komm, hör auf! Ich hab hier 5 Schuss in der Patrick. Nein, Alter! Mann! Zum Laube! Ich hatte genug für heute. Stream beendet. Ah, oh, spiel ich da lieber nochmal Ditte. So, für die, die nicht wissen, was das ist übrigens ein widerlicher Song aus dem Spiel Madison. Plop! Falls ihr nicht warten könnt, bis YouTube das bringt, irgendwie geht mal bei uns auf den YouTube-Channel und guckt mal nach dem Let's Play Madison mit dem Benny und mir zusammen. Es war einfach grauenhaft. Es war einfach schrecklich. Wir haben so gelitten. So, was haben wir da? Hinten schön Makita-Akkuschrauber. Nehmen wir mit. Wunderbar. So, haben wir hier noch irgendwo... Nein! Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Wenn ich eins überhaupt nicht gemocht habe in dem vorigen Teil, dann war dieser Irrgarten. Ashley. Ja, Ashley. Na, Ashley. Ach was, Madison war bzw. ist großartig. Ja, ist er doch, aber nicht, wenn du spielen musst. Dann ist es schlimm und schrecklich. Und macht dich einfach nur fertig. Ist aus, jetzt hätte er jetzt zu und aufgemacht. Ashley. Komm nicht näher. Ich tu dir nur wieder weh. Ich hab solche Angst. Ich war plötzlich... überhaupt nicht mehr ich selbst. Ja, das ist eine Pubertät. Das muss schrecklich gewesen sein, ich weiß. Du auch? Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Leon. Danke. Bisschen leise, wenn die reden, echt? Hm. Saf. Luis, wo bist du?
Sorry, ich hab's vermasselt. Komm und rette mich, mein Prinz. Treib's nicht zu weit, Prinzessin. Ach komm, bin im Ballsaal hinterm Burghof. Komm nicht zu spät zum Tanz. Ballsaal hinterm Burghof. Unglaublich, der Typ. Frage wäre aber jetzt... Wir können ihn doch nicht im Stich lassen, oder? Ach, klar. Ist ja gar keine Skrupel. So, guck mal ganz kurz. Haben wir hier irgendwelche Schätze drin? Wir haben hier vorne einen Schatz. Ich würde nämlich gerne zurückgehen, um die besagte Butterfly, Broken Butterfly zu holen. Ah, okay. Brauche ich dir den Hinweis gar nicht geben. Vorausgesetzt, wir können so einfach zurücklaufen jetzt. Ich würde es ja gut finden. Aber warte mal, die Brücke ist doch eingerissen. Wir kommen ja nicht zurück. Eingerissen, eingebrochen. Zerstört. Kaputt. Ja, aber du musst ja da irgendwie hinkommen wieder, oder? Ja, wahrscheinlich denn da. Oh, damit wir voll. Ja, wer die Magnum haben will, der muss da auch was leisten für. Na, mal gucken, ob wir hier langkommen. Der Typ ist 100 pro ein Wehrvieh oder so ein anderes Ding. Der hier? Nein! Nee, hier, der im Ballsaal da wartet. Gloria las plagas. So, können wir jetzt einfach unten durchlaufen? Das wäre cool. Gib ihn einen Kick in die Fresse. Oh, noch einen. Wo? Oh, er lebt noch, ey. Mann, Alter! Er ist einfach, er ist so ein fucking Lahmarsch, ey. Und jetzt sagt er tot. So, es kommt bestimmt kein Pfeil von hinten und das wartet in so. Oder von vorne. Schöne Duell, wer zieht schneller? Fuck. So, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich bin am Arsch. Ich bin wirklich am Arsch. Es sieht nicht gut aus. Habe ich überhaupt Heilung? Ich hab nichts. Alter, ich hab gar nichts. So, warum komme ich hier jetzt nicht raus? Nehmen wir mal den. Nimm den Kopf da weg. Kannst du auf die Treppe hoch? Achso, ich hab's überschätzt. Weil da draußen war nämlich auch noch eine Treppe vor dem Eingang, wo du reingerannt bist. Na, ich würde natürlich... Oh Gott, Alter. Uns sieht's nicht gut. Ich würde natürlich echt gerne versuchen, hier jeden Kampf jetzt erstmal aus dem Weg zu gehen. Achso, warte mal, hier kannst du ja so runter. So, Broken Butterfly. Wir kommen. Oh, hier. Oh, Heilung. Heilung. Schnell, pfeif sie rein, Alter. Leben. Und hier oben hört da eine Figur. Ist da eine Figur? Ist er hinter uns? Nee, hinter uns nicht, ne? Ist er doch. Okay, das ist bei uns. Sorry, keine Absicht.
Ach, die komplett leer geballert irgendwie. Okay. Nice. Aber nicht das, was wir endlich... Da war aber noch ein Fass. Oben. Da war noch ein Fass? Ja. What? Ah, schön. Komplett übersehen. Weil den kannst du jetzt grünes mit gelbes Kropf mixen. Ja. Flump. Sehr schön. Wie lange streamen wir noch? Ja, nicht mehr allzu lang. Also es... Wieso? Musst du weg, Melli? Ja, ich würde versuchen, nur noch jetzt die Broken Butterfly zu holen und dann würde ich mit Resident Evil heute aufhören. Oh, hoppala, sorry. Benny würde dann wahrscheinlich auch aus dem Stream mit rausgehen. Und wahrscheinlich werde ich nur noch ein ganz kurzes Abschlussgame mit euch spielen. Was haltet ihr davon, ihr Lieben? Ja, wahrscheinlich den Aufräumsimulator, den Stevie so cool toll findet. Nein, ne, das kann man ja hier machen. Warte, um 9 muss ich kurz so Penny Kaffee sagen, ist alle. Was? Ist das ein Code für irgendwas? Muss zu Penny Kaffee sagen, ist alle. Melli. Du aber auch noch den Weg weißt, wie du da hin musst. Also ich... Naja, Wissen kann man das nicht nennen. Das ist jetzt einfach nur... Nein! Mann! Du bist so ein Pinsel, Alter! So richtig daneben gegangen, das Ding, Alter, ey. Verletzt? Nein, verletzt. Danke. Aber hier muss ich gar nicht hin. Muss hier irgendwie in diese Ecke. Warte mal, was haben wir jetzt aktiv? Wir haben jetzt Mond aktiv, ne? Dann kann ich jetzt hier runter. Da durch. Nee, warte mal, das ist ja auch Quatsch. Doch, nee, ist richtig. Hoch. Durch. Ach je. So, das Ding. Dieses Ding müsste einfach nur offen sein. Hätte man vorher drauf schießen müssen? Als ich von da gekommen bin? Oder kann ich... Nee, sehe ich es von hier noch irgendwo? Oder einfach so. Ich würde sagen, wir sind doch vorhin auch einfach runtergeklettert. Ach so, warte mal. Von hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Verstehe. Stimmt, hier waren die beiden Fässer oben und hier kommen wir nicht weiter. Ja, hier müsste ich runterspringen. Hier müsste ich runterkommen. Ach, das ist doch Mooks, ey. Das ärgert mich immer. Ja, das aber auf jeden unten Fall. Können wir jetzt auch nicht durchgehen, oder wie? Unten können wir, glaube ich, nicht durch. Weil jetzt sind wir ja quasi wieder in dem Ding, wo wir vorher drin waren. Ach so. Na, wir sind jetzt hier nur die Leiter hochgekommen. Oder beziehungsweise drüben sind wir die Leiter hochgekommen. Warte mal, müssen wir eigentlich mal kurz... Stopp mal. Jetzt hier runtergehen. Ja. Unten ist jetzt offen, dann... Ach, ist das doch der Weg. Ja, ist es. Willkommen bei Benny und Steve. Hier ist halt einfach Pro-Gaming. Hier sind es halt wirklich. Hier weißt du Bescheid, Alter. Hier wird das Spiel vorher studiert, bevor wir es spielen. Hab neue Ware, Fremder. Ach, du kannst mich mal. Du bist doch selber nicht, dass du jetzt hier eine Ware bei hast. So, Ashley, komm mit. Das ist auch wirklich. Waren wir wieder sehr clever beide. Ja, das ist
aber so ist das halt manchmal, oder? Irgendwie, also, ich bin halt ein totaler Orientierungskasper irgendwie, also von daher. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt im richtigen Spiel bin. Was ist nur los? Was ist denn das für eine Scheiße? Hau doch ab! Wer bist denn du? Andere Seite auch noch, oder was? Zwei? Was, die sind jetzt in Rüstungen drin? Ah, nicht doch! Oder? Ist der zweite? Ist der kommt da lang. So, ihn haben wir. Was ist das für ein Quatsch, Alter? Doch, Mann! Komm, ist doch safe das Ding. Ist doch safe. Oh Mann, Alter. Ich sag nur Berufsausbildung. Ey, Melli. Du fährst den Ferrari im roten Bereich. Mann, wieso denn, Alter? Wieso liegt mir jetzt hier jeder auf dem Pinsel? Das ist, glaube ich, dann wirklich für die Leute, die dann die Kohle sparen wollen. Die müssen noch eine Herausforderung hinter sich bringen. Naja, das, du, im Original war es so, wenn jetzt hier ein Armreif drin ist, raste ich aus. Das ist mal wie das. Also. Das wäre auch geil. Oh. So, Leute, Daumen drücken. Daumen bitte drücken. Ist offen. It's open. Gut gemacht. Ich bin echt gespannt. Oh, hier ist eine Menge drin. Schön. Guck erstmal den Rest an. Und ist noch ein Buch. Chroniken der Familie Salazar. Die Linie der Salazar steht kurz vor ihrem Ende. In dem Bemühen, Ramons Krankheit zu heilen, ließ seine Mutter Katharina den Teufel ins Haus. Es folgen die kurzen Lebensläufe jener, die diese namhafte Blutlinie zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Erstens, Generation Graf Gregorio, der Eroberer. Gregorio führte seine Männer an, das Übel zu beseitigen, dem die Burg anheimgefallen war. Als Anerkennung für seine Tapferkeit wurde ihm der Titel des Grafen verliehen und er wurde mit der Aufgabe betraut, noch viele Generationen die versiegelten Dämonen zu überwachen. Zweite Generation Graf Hippolito. Hippolito, schön. Der Versiegler. Toller Name. Unter immensen Anstrengungen versiegelte Hippolito die Dämonenplage, die aus der Erde emporgedrungen war. Er erlag den Wunden, den er im Kampf erlitten hatte. Dritte Generation, Graf Gregorio, der Architekt. Angetrieben von einem vernunftwidrigen Verfolgungswahn, vergeudete Gregorio sein unvorstellbares Vermögen für übertriebene Verteidigungsanlagen und seltsame, ausgeklügelte Vorrichtungen. Vierte Generation, Graf José Alonso, der Ruhige. Alonso war bestrebt, der Familie wieder zu altem Reichtum zu verhelfen. Fünfte Generation, Graf Alejandro, der Großzügige. Seine verspielten Natur erlegen, ließ Alejandro einen Burggarten sowie ein Balsaal erbauen. Er verstarb frühzeitig. Sechste Generation, Gräfin Maria Isabel. Die Dame Gräfin Isabel, Alejandros Witwe, regierte viele Jahre, bevor sie mit 90 Jahren verstarb. 90 ist schon ein schönes Alter. Siebte Generation, Graf Diego der Erste. Wie seinen Vorgängern war Diego außerordentlich streng. Er starb durch Teufelshand. Achte Generation, Graf Ramon. Seine Krankheit hätte ihn niederstecken sollen. Schön. Das stand auf seinem Grabstein wahrscheinlich. Oder steht auf seinem Grabstein nachher. Seine Krankheit hätte ihn niederstrecken sollen. So, nun aber. Oh, hier ist noch eine Kiste. Verzögerung. Ich bin aber gespannt. Ja, jetzt sind wir alle gespannt, wa? Oh, warte mal, die Tür ist zu gegangen. So, Benny, jetzt wird es nochmal Zeit für eine Wette. Was meinst du? Ich sage, Wette auf Waffe oder auf Schmuckstück. Okay. Also, Waffe oder Schmuck.
So, Wette ist abgeschlossen. Du kannst jetzt öffnen. So, na dann, sag mal, top. Die Wette gilt. Und? Ein Götze? Es ist ein Schmuckstück. Es ist ein Schmuckstück. Chat? Es tut mir leid, aber es ist ein Schmuckstück. Es ist ein Schmuckstück. Für 15... Wie dieser Eiertanz? Für 15.000? So, Schmuck.